besiege die Steinrochen. Da haben wir ja schon Steinrochen. Das ist das Ende. Ja, das ist wohl richtig, dass das das Ende ist. Hätte ich die Mission eigentlich gleich mal annehmen können, da hätten wir auch in der Höhle gerade Steinrochen platt machen können. Gelten die da auch? Das wäre ja praktisch. Ja, die gelten auch. Dann einmal fort mit euch. Und dann hätten wir es ja auch geklärt. Dann machen wir einfach mal hier ein paar Steinrochen nochmal platt. Da haben wir jetzt schon Übungen drin. So, 11 von 15 haben wir. Da haben wir dann den Rest. Also die Steinrochen-Matriarchen brauchen wir auch noch. Ja, ohne die ist natürlich, da kommen die ja immer wieder. Das tut sie zwar auch so, aber das darf der ja nicht wissen. So, wo haben wir sie denn? Da hinten haben wir sie irgendwo. Dann wollen wir doch mal die finden erstmal, wie es aussieht. So, das zünden wir doch mal an. Machen wir dich einfach mal platt. Da einmal drauf. Und das hier. Und dann nochmal so. Und hier das in die Fresse. Und dann ziehen wir doch mal da irgendwie drauf. Dann wollen wir nochmal zum Geiz zurückkehren. Das gibt's doch nicht. So muss dieses Viech genau hier auftauchen. Besiege Massari Wanderer oder... Na was eigentlich? Ja, den wollte ich jetzt nicht platt machen. Muss ich natürlich erstmal hier Wanderer oder Rakias platt machen. Haben wir denn hier irgendwie sowas? Kleiner Steinrochen, Steinrochen.
Ja, dann muss ich ja erstmal suchen, ob wir hier irgendwo... Asari Teufel... Das erfordert Plündern auf einer höheren Stufe. Hier ein Masari Wanderer. Keine Ahnung, wo der hingewandert ist, der Wanderer, aber da kommt er jedenfalls nicht mehr an. Dann durchdringen wir den nochmal und ziehen nochmal irgendwie drauf und dann haben wir es ja schon. Und da haben wir noch einen Krakia. Dann machen wir den auch noch platt und dann haben wir sie ja alle. So. Sind wir hier hinten jetzt aber auch erstmal durch. Dann gehe ich jetzt noch zurück zu dem Guides und dann haben wir hier ja alles. Dann müssen wir jetzt nur noch in den Bereichen weiter vorne wieder was machen. Und da haben wir eine Mission für Koalitionstruppen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. So, da haben wir eigentlich alles. Also zumindest fast alles. Wir haben auch noch einige Missionen, die sind offenbar weiter hinten. Also zumindest die eine, wo wir was zurückgeben müssen, nur noch. Da sollen wir scannen. Dann wollen wir doch mal da scannen. Das ist richtig, dass das das Ende ist. Dann scannen wir doch hier mal. Da. So, zerstöre die Energiekonsole und besiege die Revanita-Kommandanten. Ist das jetzt die Mission? Sieht so aus. Komme ich denn da hoch eigentlich? Ach nee, Schleicher, die soll ich doch auch zerstören. So, aber wie komme ich da hoch? Kann ich jetzt irgendwie so gar keinen Weg hinsehen.
Ach so. Das ist schon alles. Ich dachte, ich muss jetzt erst hochspringen irgendwie. Da bräuchte man dann Ele und DKs vollen Weg, den ich mal irgendwie unter privaten Spielstand gefunden haben, wie man quasi hochspringt, indem man einfach mit PvP sich da hochschießt. So Meister-Duelland, da, das ist ja kein Problem für mich. So, zwei Missionen sind nur noch, kehre zurück. Da den General muss ich ja noch platt machen. Dann mache ich das doch mal. Au. Dann bist du besiegt und dann haben wir ja alle von den Besiegmissionen haben wir platt, haben wir geschafft. Ist da Ladedaten von der Konsole runter? Da haben wir eine, das ist sehr gut. Das ist das Ende. Ja, also für dich ist das in der Tat das Ende, das hast du gut erkannt. Dann machen wir dich und nochmal dich und dann schießen wir auch nochmal so. Achso, das war's schon. So. Einfacher Trainingsruine, na gut, wenn das die ganze Abwehr ist. Hallo? Hier mittlere Trainingsfluiden, die machen wir auch locker platt. Und einen fortgeschrittenen Trainingsfluiden. Der ist dann natürlich schon ein bisschen härter. Aber sonst nur Trainingsfluiden sind, die hier abwehren. Dann ziehen wir auch mal drauf. Wir schießen durchdringend und wir schießen Ladungssalven. Hoffentlich, dass wir dadurch dann die Saaten runtergeladen haben, dass wir hier die Abwehrtruppen davon platt machen. So. Kann ich noch ein paar Schleicher besiegen?
Na los, kommt her. Ja, ihr wollt auch irgendwie nicht, oder? Okay, dein Schutzschild ist ja total effektiv. Die Schleicher sind irgendwie hier hinter. Auch schön, dass die hinter der Verteidigung sind. Da bringt die Verteidigung natürlich sehr viel. So, 7 von 10. Den muss ich ja gar nicht platt machen. Na gut, jetzt muss ich ihn doch platt machen. So. Das nehmen wir doch alles mal und dann... nein, da will ich nicht hin. Haben wir hier noch was? Locke den Schleicher Ältesten hervor, muss ich noch machen. Wo ist denn der? Schleicher Ältester. Da ist der offenbar. Dann will ich doch auch mal den Schleicher Ältesten platt machen. Und dann haben wir ja so gut wie alles. Ich weiß nicht, ob dieser Sprich mit Major irgendwas hier, ob das einfach nur zurückgeben ist. Du hast das gerade Sprich beim Sammeln. Achso. Gut, kann sein, dass das diese Datenpad-Mission war, wo man natürlich einfach vorher nicht mit dem gesprochen hat und da deswegen da nicht zurückkehrt. Los, auf die Beine! Dann wirst du auch mal platt gemacht. So. Jetzt haben wir alles nur noch zurückkehren, ne? Ja, alles ist da hinten. Dann gehen wir da mal zurück und geben alles ab. So. Diesen Relikten nichts passiert. Bitte sehr. Ich danke euch. Ich bin froh, dass es jemanden in der Republik. Ich habe das Leben ausgedünnt. Wenn ihr einen Vorposten sichern wollt, wäre jetzt ein günstiger Zeitpunkt. Ihr hattet recht. Die Revaniter verlassen sich in ihrer Befehlskette zu sehr auf ihre Kommandanten. So, zwei haben wir noch. Eure Scouts wollen von dem Assassinieren sich besser machen können. Jung, tot. Verdammt. Das sind die Trainingsdaten der Imperialen Garde. Sie
sollten genau beide den Rest helfen. Ich werde meinen Vorgesetzten nichts erzählen, wenn ihr es nicht. Ach so. Was sind das hier? Festungsverzeichnung. Na, der Festung wollte ich jetzt nicht kaufen. Da hat der Esel ja und also die Esel und DK haben da irgendwie, haben im privaten Spiel schon auch voll investiert in die Festung. So, dann habe ich alles gemacht. Sind wir bereit? Alle Teams melden Bereitschaft. Ihr also. Gute Arbeit geleistet. Alle Soldaten hier bewundern euch, imperiale wie republikanische. Fangen wir an. Alle Einheiten ausrücken. So, da wird jetzt hier richtig angegriffen. Alle Einheiten melden Erfolg. Die Waffe ist deaktiviert und alle Revaniter wurden ausgeschaltet. Jetzt das klingt gut. Ist nur noch einer übrig. Ivan hat uns verraten, wohin Revan jetzt vermutlich unterwegs ist. Zur letzten Zuflucht des Imperators. Wir haben die Gleiter vorbereitet. Ihr werdet ihm nicht alleine gegenübertreten. Das ist gut. Also dann bringen wir es zu Ende, damit wir alle wieder nach Hause können. Reise zur vergessenen Terrasse. Ja, natürlich kann ich hier mein Fahrzeug nicht verwenden. Dann machen wir ihn jetzt platt. Wo ist denn der Eingang? Ach, da ist der Eingang. Vergessene Terrasse. So, da haben wir sie. Und dann wollen wir ihn jetzt stellen. Der kann was erleben. So. Revan, ich bin gekommen, um dich platt zu machen.